Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit Mark Manus, so um was. Mark. Moin. So, da hinten kommt die Walze angerollt und der Striegel kommt auch schon. Dann haben wir hier in Rekordzeit unser Feld bestellt, was wir jetzt vielleicht... Wieso striegelst du denn nicht an gesäte Fläche? Oh. Oh, Mark, wo bist du denn? Ja, du hast nicht unten angefangen am Feld und ich habe unten angefangen. Ach da, ach so, ja, nee, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Wenn ich komme ganz hoch, ich ziehe jetzt hier die letzte Bahn, kannst du auch von oben nach unten machen, wenn du willst. Die Asche striegeln, bevor du weißt? Es ist egal, wie rum. Müsst ihr mal gucken, wer schneller ist. Ja, komm gerade auf mich zu. Jungs, was macht ihr? Feigling. Was für Feigling? Ich arbeite effizient, Kollege. Ja, ist ein Argument. Ist ein Argument. Effizienz. Kommt, Jalla. Jo. Ist die Walze breiter wie der Striegel? Ja, ne? Nee. Nee. Unwesentlich. Gut, das haben wir durch. Ich fahr jetzt nochmal oben den kleinen Streifen. Okay. In der Mitte die Fläche darf man gar nicht kaufen, außer man hat alle Felder auf seinem Dings gekauft. Vorher darf man das nicht kaufen. So hatte ich das verstanden, oder? Genau, es gibt ja eh eine festgelegte Reihenfolge von welchen Feldern, ob man ja welche übersetzen kann. Und es gibt nur einen Weg in die Mitte. Ach ja, und das ist mit Feld 5 oder was? Ja, also genau, wir kommen aber erst rüber, wenn wir quasi alles gekauft haben in unserem Viertel. Dann ist das Tierfeld, das wir kaufen, einmal ansehen, einmal ernten. Und wenn wir das geerntet haben, dann haben wir gewonnen. Ach so! Einmal ansehen, einmal ernten. Mhm. Oh. Und wenn man kreditlos ist. Kredit ist eine Gewinnbedingung, genau. Dass keiner mehr existiert. Das ist aber später eingefügt worden. So. Sag mal, ist der Striegel breiter als die Walze? Minimal? Nee, ja, der ist breiter. Der ist breiter. Ja, gut. Alles gut, ich komme dir nicht in die Quere, wenn du jetzt weiterfährst. Letztes Feld Gras ansehen. Ah, ich weiß. Mit dem Gras, ich weiß. Es wäre nicht so doof, aber die Grastechnik stört mich dabei. Weil wie wollen wir es zu Silage machen? Und zu Heu. Muss das wieder zettern? Aber das ist tausende Arbeitsschritte, ey. Ich glaube, wir sind tatsächlich einfacher mit den Ballen, ey. So. Gut. Du bist auch leider heute... Moment. Letzte Bahn. Dann liegt's an euch, Jungs. Wieso Gras verarbeiten? Das heißt, das muss nur abgeerntet werden? Hä? Ja gut, um zu gewinnen, meinen die wahrscheinlich. Okay. Ist Feld 10 ready zur Ansaat? Gedüngt? Nee. War nicht gedüngt? Nee, wir haben ja direkt die 9 angefangen. Okay, perfekt. Kein Problem, dann fahre ich noch rüber.
Mähen und ins Lager, ja und dann? Was ist, wenn das Gras dann im Lager ist? Verstehe ich nicht so richtig. So. Kühe verkaufen? Hä? So weit sind wir noch nicht. Nee. So weit sind wir noch lange nicht. Gibt eine Grasmission. Die müssen wir machen. Hm. 70. Aber ich weiß nicht, was wir beenden können. Warte mal, wo sind die 70? Bei Freezy, glaube ich, oder? Aber wo? Nee. Hä? Nee, ist die Mitte bei Keule. Oh, ah. Aber da kriegst du ja nichts raus. Nee, das lohnt sich kaum. Nee, das lohnt sich nicht. Die Mitte kriegst nichts raus. Ja, und außerdem, theoretisch bringt die ja wirklich nichts, die Mission, weil wir ja Strafe zahlen müssen, oder? Wenn wir das Zeug behalten wollen, ja. Naja, siehst du, also können wir es auch einkaufen. Mhm. Würde ich auch sagen, dass wir das jetzt nochmal machen. Wir holen nochmal. Wir machen nochmal Mischfutter. Ich würde nochmal Ballen holen. Wir haben noch keinen Mischer mehr, oder? Leihen. Den leihen wir uns. Kein Problem. Gut. Hast Beinwagen leihen, dann Mischer leihen. Alles gut. Wenn ihr mit dem Feld fertig seid, kümmert ihr euch um die, um die 10? Sind wir schon bei. Um die 10? Ja. Ja. Meine ich. Marc fängt jetzt an. Womit? Ja, ich gucke gerade. Theoretisch. Ansehen. Ist gedüngt. Ansehen. Schau mal bitte, ob Kalk drauf muss. Nee, nee, muss nicht. Dann ansehen. Sorghumhirse. Oh, wir haben erstmal 30.000. Wir haben erstmal wieder 30.000 und 35.000 im Lager. Das ist schon mal gut. In dem Mehlproduktion. 35.000 ja, Hafer, 50, ne? 30.000 Hirse. Das geht weg, wie warme Semmeln. Das reicht nicht für einen Trick, meine ich. So. Gut, dann sollte das hier durch sein. Kann ich die neuen dann verkaufen, wenn ich durch bin? Wenn du durch bist, verkaufen, ja. Alles klar. Oh, noch ein bisschen. Ja. Krass, da haben wir aber die neuen fick und fertig gemacht, ne? Richtig sauber. Mhm. Richtig sauber. Okay, Marc brettert auch schon wieder drüber. Lass den gleich hier stehen mit dem Dünger.
Und leih einmal Futtermischwagen aus. Nicht Futtermischwagen, Ballenladewagen. Echt nicht billig, das Scheißding, ey. Ja, aber im Endeffekt lohnt es sich. Oder? Ja. Würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall einfacher, als immer als zu kaufen. Auch Freezy Ernte drüben. Warte mal, hatten wir alles Futter, warte mal, hatten wir alles vermischt eigentlich? 18.000 Liter Heu haben wir noch drin. Ich glaube, wir hatten keine Silage mehr. Nur Heu. Ist nicht billig, ne, mit den Ballen. So. Ballen. Marc? Der Mikro. Der Marc. Bitte? Der Mikro. Oh, sorry. Heute hört man's. Tatsächlich. Boah, das geht gut ins Geld. Das war nur das Heu. Gut, dann haben wir das schon mal und das schon mal und das schon mal. Das passt. Holen wir uns noch Silage hoch und dann können wir wieder Futter mischen. Dann müssen wir aber für die Kühe eigentlich fast ausgesorgt haben. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Das reicht schon ein paar Runden, denke ich, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch über 100 km Lager und beide Ställe sind fast voll. Wie gesagt, ja, die Ställe kommen ungefähr 4 Durchgänge. Also 2 Tage, 4 Durchgänge schaffen die ungefähr. Mit 30.000. Ja. Brauchen wir 60.000, brauchen wir 90.000. Alle 2 Tage an Mischfutter. So. Wann geht's weiter mit dem Sabaton? Das ist aber auch so. Wow. Wow. Also es gibt einen Plan. Ich muss mir den aber nochmal gründlich durchdenken. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich zu Halloween was mache. Ob ich zu Halloween ein Horror-Sabaton mache. Keine Ahnung. Fand ich irgendwie witzig, die Idee. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder hier in den Chat. Wie sie wollte Mist machen, der hat einen Geheimplan. Okay, und wie ist der Geheimplan, Creeper? Das wäre nur der Aufwärmsabaton. Ja, mal schauen. So. Sehr gut. Ich kaufe einen Stall.
Bitte einmal Mischfutter in den Stall bringen. Ja doch, einen Anhänger haben wir. Das hat erstmal Priorität, dass wir das mal so schnell wie es geht dort jetzt Kühe reinbringen. Jo, mach ich. Na, ich habe ja Pflege drauf, kann ich drüber. Mischfutter und Stroh muss jetzt erstmal rein. Ratzfatz. Jo. Bin on my way. Gut. Jetzt gehen wir auf Null, Mark. Jetzt gehen wir broke. Aber wenn wir die Stelle so verteilen, ne? Drei Stelle sind sechs Durchgänge. 24 durch 6, 6, 12, 18. Wenn wir sie gut verteilen, haben wir alle 4 Stunden 25.000. Weißt du wie? Wäre auch witzig, oder? Klingt nach Plan. So, Heu ist schon mal da. Ins Lager, das geht doch nicht, oder? Nee. Müssen wir doch über den Mischwagen ins Lager schmeißen. Moment. Ich kaufe Tiere. Kannst du die Beine nicht gleich ins Lager machen? Meiner Meinung nach nicht. Nee, die müsstest du wenn auflösen, aber dann halt auch im Futtermischwagen. Ja. Ich sag jetzt, gehen wir broke. Wieso kann ich... Hä? Hä? 400 Euro. Nee. Doch. Konto stand 9000 und die Beilen kosten 9500. Nee, 7.1 war da, stand da. Ach so. Ich hab den Stream Zeit verzögert. Ach, ich brauch noch Geld für den Futtermischer, habt auch wieder recht. Ach, Wolle verkaufen oder nicht? Schwere Nummer, ey. Mark hat recht, der Brei steht unten links. Ah, okay. Was los? Ich glaube, wir haben ein Problem. Was denn? Ah, nee, alles gut. Oh. Mach doch sowas nicht hier. Ja, was soll ich denn machen? Junge, mach nicht diesen.
Übel. Ich hatte gerade eine dezente Auseinandersetzung mit dem Stall. So, wir sind auch schon wieder gleich fertig. Gut. Ach, der Kopfradder, der. Ist Mischfutter drin? Ja. Gut. Der Milchbahn kostet 40.000, glaube ich. Ja, 45.000. Der billigste kostet 29. Futtermischwagen. Futtermischwagen. Okay. Gut, in diesem Sinne sind wir aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.